Jo, da sind wir wieder. Nunmehr zum 15. Teil. Und ja, wir gehen nochmal ins Museum, denn André Lobineau hat sich ja das Wappen abgemalt und da fragen wir mal nach. Das interessiert uns genauer. Haken wir da nochmal ein. Hi, André. Hallo, George. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet. Sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Okay. Was meinen Sie zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Ah ja, interessant. Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Was? Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit Hunderten von Jahren. Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen auf den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Was? Ach so, ja. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer? Wer ist das? Ein persischer Gott. Fast so populär wie Christus damals. Das Damals. Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen. Oh, okay. Interessant. Spanien Können also. Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Ach. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Okay. Nee, wir fragen ihn nicht zum Dreibein. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Das André. wäre Keine Ursache. nicht gut. Ich glaube, wir gehen erstmal nach Montfaucon. Menü. Gehen wir mal da hinten rein. Ah, da landen wir hier in der Kirche. Okay. Nee. Ach, da hoch und hier hoch ist das gleiche. So, so. Kanaldeckel, da steht der Typ drauf. Ich meine, wir haben ein Werkzeug für Kanaldeckel. Und in den meisten Fällen findet man da unterirdisch was. Ja, wir quatschen erstmal mit dem Jongleur. Hey, du da mit Mann, den was ist Bällen. das für ein Lärm da draußen? Ui? Das sieht komisch aus. Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na das, was Sie da machen, werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den Ah, ja. vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben Sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze nein. Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Yep. Ich versuch's mal. Bedienen Sie sich. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann es ja wohl nicht so schwer sein. Genau. Also zack, zack, zack. Aua! Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer.
Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Doch nicht so einfach, wie? Nein, sieht nicht so aus. Tja. Gut, fragen wir mal den Polizisten, der da genüsslich sein... Irgendwas Verzeihen trägt. Sie, Wachtmeister. Gott, ist der alt. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers. Nur, dass sie 1312 exkommuniziert worden sind und gleich zu Dutzenden gehängt wurden. Genau hier auf diesem Platz. Aha. Aber hallo, was man heutzutage so alles an der Polizeiakademie lernt? Non, Monsieur. Ich habe es einfach von der Tafel da oben abgelesen. Aha. Müssten Sie jetzt nicht irgendwo den Verkehr regeln oder sowas? Sie haben doch bestimmt den Pariser Verkehr gesehen, no? Klar, und? Ich könnte jetzt also diesen Verkehr regeln, den gefährlichsten zwischen hier und Rom. Oder ich kann hier sitzen, die Sonne, die Architektur und diesen durchschnittlichen Sauvignon genießen. Klingt nach Wofür Wein. Wofür würden Sie sich entscheiden? Klar, aber ich bin auch kein Polizist. Gibt es denn kein Pflichtgefühl mehr? Eine ganz exzellente Frage, Monsieur. Also ich würde auch lieber einen Wein genießen. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No. Wer ist das? Ich vermute, ein international tätiger Attentäter. Oh. Mehr haben Sie nicht zu sagen? Nur O? Ich habe nur gerade überlegt, ob ich Ihnen sagen sollte, dass ich Sie für einen international tätigen Paranoiker halte. Das ist aber auch gut. Das erschien mir dann doch ein wenig unhöflich. Wie gefällt Ihnen dieses Tuch voller Schminke? Entzückend. Möchten Sie auch ein paar von meinen benutzten Klassenbüchern sehen? Lieber nicht. Zum Teufel, nein. Dann packen Sie bitte auch Ihres weg, ja? Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Ah, Sie sind ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? Non, obwohl Sie wie einer jonglieren. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie ein Clown sind, dann wäre das ja amüsant gewesen. Und keine solche Blamage für Sie. Was soll das heißen? Haben Sie schon mal von einem Clown in normaler Straßenkleidung gehört? Irgendwo war das ein gutes Argument. Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Aber wenn ich ohne Sie schlecht jongliere... Dann sind Sie ein, wie sagt man, jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden. Okay. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Ich glaube, dann, ja. Machen wir das Ganze nochmal. Tagchen. Oui, was wollen Sie diesmal? Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Yep. Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Pardon? Erlauben Sie mir, es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Okay, und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Ruff mit der Nase. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Und geht wutschnaubend fort. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen! Hey! Aber er hört mich nicht. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm, langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Tschüss! Darauf steht auf Deutsch, Englisch und Französisch: Im Jahre des Herrn 1312 löste Papst Clement V. den Ritterorden der Templer auf und exkommunizierte seine Mitglieder wegen Gotteslästerung und Häresie. In den folgenden zwei Jahren wurden viele der Ritter an dieser Stelle gehängt. Ihr Großmeister Jacques de Molay wurde auf einer Insel in der Seine den Flammen des Scheiterhaufens übergeben. Okay, gehen wir mal rein erstmal. Denn da stand ja gerade so ein Priesterchen. Hallo Priesterchen. Was es geht? Alles gut.
Nein, entschuldigt, Pater. Pardon? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Aber sehr gerne, Monsieur. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ah, ja. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast 6 Monaten. Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt, nur sehr wenig. Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Ah oui, alles, was nicht das bestmögliche Das stimmt wohl, so habe ich das noch nicht. Was wissen Sie über die... Wenn Sie sich dafür interessieren, viele von Ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens V. war ein Mann des Mammons, kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kesser Spruch für einen Priester. Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit. Sie müssen sehr stolz sein auf diese unglaubliche Sammlung von Bleiglasfenstern. Stolz ist eine Sünde, Monsieur. Aber es ist schwer, nicht ehrfürchtig zu staunen, wenn das Licht hindurchfällt. Ein exquisiter Beweis für das Genie des Künstlers. Naja, okay. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Gucken wir uns mal diese Figur an. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Die Statue eines Ritt... Wenn die Statue irgendwelche Geheim... Klar, ich könnte das Ende des Stabes einfach abbrechen. Aber wenn ich schon wie ein Vandale in der Kirche hause, soll wenigstens was dabei rausspringen für mich. Außer einer Deportation. Was ist das? Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas. An etwas, das mir sehr spanisch vorkommt. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Sehe ich, dass die Zierlinien, die auf der Rolle eingraviert sind, in Wirklichkeit Schriftzeichen darstellen. Per disciplinam meam lux videbis. Das klingt mir aber ziemlich vertraut. Per Disziplin. Ein Stück eines Bleiglasfensters. Wow. Auf den großen Durchbruch zu hoffen, indem man sich jede Menge Statuen anschaut, war wohl doch etwas optimistisch, schätze ich. Am Ende des Stabes. Vielleicht können wir irgendwas machen. Abermals einen guten Tag, Pater. Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. Ist das Fenster recht? Oui, Monsieur. Sprechen Sie Lateinisch? Das fragen Sie einen Priester? Okay, können Sie mir dann... Moment. Das heißt, durch meine Lehre wirst du das Licht sehen, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Ha. Na, ist das... Er ist wundersch... Ich fühle, dass ihn irgendwie eine Leidensauf... Ich habe ein echt mittelalterliches Treib... Monsieur, Sie sind eine Wandel... Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Oh, wir können uns da hinten eine Leiche angucken oder sowas. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Ein Ritter. Ja. Irgendwie sieht es moderner aus als das daneben. Gucken wir uns das Ganze nochmal hier an. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Das geht nicht. Vielleicht doch nicht. Wenn ich jetzt hier ein bisschen rumfinger? Nein. Auch nicht. Ein steinerner Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist?
Ein steinerner Ritter in voller Steinrüst, diese ganze Rüstung rumzuschlagen. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Eine Reihe alter Kirchenbänke, wunderschön geschnitzt und auf Hochglanz poliert. All diese Paris, die festen Po, das schwabbelige Fleisch der Alten, das ist kein angenehmes Bild, daher gehe ich... Wach! Ja. Eieiei. Na gut. Machen wir mal weiter. Also anscheinend können wir hier nicht mehr viel ausrichten. Dann... Dann gehen wir mal in den Kanal. Ich kann ihn mit... Mann, du solltest doch langsam schlau genug sein und das Ding verwenden. Oh weia. Sind wir denn hier? Aha. Die Tür ist hübsch gefertigte Handarbeit. Ich drücke gegen die Tür, aber sie scheint abgeschlossen zu sein. Da, in der Mitte der Türe, kann ich eine Art Dose sehen. Verflucht. Abgeschlossen. Habe ich gerade eine Ziege gehört? Was zur Hölle? War eine Ziege. Okay. Mit meinem mittelalterlichen Französisch ist es nicht weit her, aber die paar Worte, die ich verstehe, scheinen auszusagen, dass hier der Galgen stand. Oder so. Die Inschrift ist kaum zu entziffern, aber ich erkenne das Wort Templier und irgendwas über Unschuld. Die Mauer ist abgebröckelt und falls es mal eine Inschrift gegeben hat, ist sie längst verschwunden. Diese Mauer ist in einem schlechteren Zustand als die andere, die ich untersucht habe. Die Inschrift ist nicht zu entziffern. Der Putz ist hier viel schlechter erhalten als in den anderen Bögen. Warum wohl? Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Die Mauer ist abgebröckelt. Ach, wilder Zerstörungswahn. Zeit für ein wenig brutale Zerstörung. Jawohl. Hey, das klingt hohl. Ich habe ein Loch in eine historische Fundstätte gemacht. Wenn jetzt zufällig irgendwelche Archäologen vorbeikämen, dann würden sie mich dafür lynchen. Definitiv. In der Wand ist ein Geheimmechanismus versteckt. Mit einem Hebel in der Mitte. Und ab die Post. Die Geheimtür klemmt, ich passe nicht durch den Spalt. In dem Loch sehe ich eines der Zahnräder. Und hier ist ein Kran. Ich würde mal meinen... mit dem Kran die Tür irgendwie zu öffnen. Versuchen wir es mal. Vielleicht hat sich ja durch das Öffnen hier auch was getan. Die Tür ist verschlossen. Schade, immer noch. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Aber irgendwas muss doch hier funktionieren. Na gut. Gehen wir erstmal hier rein.
Mann, habe ich die Türe aber gründlich ruiniert. Der Türmechanismus ist Schrott. Da könnte nur ein Schmied oder Ingenieur noch etwas retten. Ein Spalt. Ich guck mal durch, wa? Am Anfang war das Ende. Mit einem Ende durch unser feine Hand begann unsere Dunkelheit. Am Ende wird der Anfang sein. Das Ende unserer Feinde wird unseren Neubeginn ankündigen. Berichtet. Das militärische Gefüge ist in Bewegung. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Militärs ohne klares Feindbild. Werden dafür aber selbst zur Zielscheibe für Etatkürzungen. Wir haben mit Erfolg versucht, in den oberen Rängen das Gefühl zu verbreiten, im Stich gelassen und betrogen worden zu sein. Dort herrscht jetzt die Meinung, die Politiker seien an der Ziellosigkeit schuld. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Gut, Mademoiselle. Die Regierungen nehmen mehr Rücksicht auf die Konzerne als auf ihre eigenen Bürger. Eine Bodenströmung von Unzufriedenheit und Widerstand wird immer stärker. Die Konzerne werden zu groß und zu komplex, als dass ihre eigenen Manager sie steuern könnten. Blindes Vertrauen in die Kräfte des freien Marktes beschleunigt diesen Trend weltweit. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Der Glaube der Weltbevölkerung an die Politiker, die sie regieren, war nie schwächer. Wir haben es geschafft, bei allen größeren Regierungen die Vorausschau und Planung durch Hektik und unüberlegten Aktionismus zu ersetzen. Die Parlamente handeln aufgrund übereilter Beschlüsse, die weder ausgeführt noch widerrufen werden können, ohne dass sie das Gesicht verlieren. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Exzellent. Die müden alten Regierungen sterben langsam an ihrer eigenen Inkompetenz und unserer dezenten Nachhilfe. Professor, wo ist das zerbrochene Schwert? Wie beim letzten Mal besprochen, hat der Verlust der Handschriftenrolle unsere Suche, wie zu befürchten war, stark behindert. Und wie beim letzten Mal besprochen, haben wir Ihnen ein erheblich höheres Budget zur Verfügung gestellt. Was haben Sie mit unserem Geld angefangen, Professor? Wir gehen von der Annahme aus, dass die Tempelritter... dass unsere Vorfahren... Moment mal, das hier sind die Templer? ...eine Fährte hinterlassen haben müssen, als sie die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Schwertes von Baphomet versteckten. Eine kleine Armee von Historikern und Archäologen arbeitet daran, diese Fährte für mich aufzuspüren. Ich hoffe doch sehr, dass diese Historiker und Archäologen vertrauenswürdiger sind als unser Freund Pigrem. Pigrem war loyal. Er versuchte, den Stein von Lochmarn zu beschützen, als die Haschaschin ihm zu nahe kamen. Und er hat versagt. Und bitte nennen Sie diesen syrischen Fanatiker nicht die Haschaschin. Er ist ein Mörder, schlicht und ergreifend. Da glaubt er aber selbst etwas ganz anderes. Er denkt wirklich... Ruhe! Muss ich euch daran erinnern, dass wir eine heilige Pflicht zu erfüllen haben? Ein Vermächtnis. Als Philipp versuchte, den Orden zu vernichten, verloren wir das Schwert und damit auch unsere Macht. Nun haben wir die Gelegenheit, es neu zu schmieden. Aber die Zeit ist knapp. Wir brauchen Ergebnisse. Keine kleinlichen Hackereien. Keine Entschuldigungen. Nun, Professor, Baphomet. Ja, natürlich. Entschuldigung, wir werden Baphomet und das Schwert finden. Mit oder ohne die Schriftrolle? Wir haben ein anderes Element schon gefunden. Mitten in Paris. Exzellent. Worum handelt es sich? Naja, da sind wir uns zurzeit noch nicht ganz schlüssig. Ha! Aber meine besten Leute arbeiten schon daran. Und sie würden es ja nun wirklich besser sein lassen, an anderen herumzumeckern, Eklund. Ich habe wenigstens noch keinen von unseren eigenen Leuten umgebracht. Natürlich, der Kerl war der falsche Arzt im Krankenhaus gewesen. Marquis.
war ein Risiko. Eklund hat sich auf meine Ohren dahin um ihn gekümmert. Ich bitte um Verzeihung, Großmeister. Ich wollte nicht. Haben Sie auch irgendwelche guten Nachrichten für uns, Professor? Wir kennen bereits drei der Elemente. Wir wissen, dass Klausner die Linse hatte, bevor er verschwand. Wo war er? In Syrien. Wir wissen, dass er dort angekommen ist. Aber danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Der Attentäter. Ich befürchte, ja. Es ist eine Schande. Klausner war ein guter Agent. Das hier wird unser letztes persönliches Zusammentreffen bleiben, bis wir das Schwert von Baphomet gefunden haben. Ich muss ja hoffentlich nicht betonen, wie wichtig es für uns ist, das Schwert zu finden. Ohne es wird unsere ganze Mühe umsonst gewesen sein. Mit dem neu geschmiedeten Schwert aber haben wir die Macht, allen Widerstand hinwegzuwischen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann um uns zu den Prinzen dieser Welt zu machen. Wow. Wow. Und da schippern sie davon. Gruselig. Verdammt gruselig.